Kann ich jetzt wenigstens überall hingehen, wo ich will? Oder werde ich immer noch aufgehalten? Ich hoffe mal nicht. Man kann dann noch weiter runter, aber nicht hier rüber scheinbar. Vielleicht ist unten ein Weg. Oder das ist einfach nur Deko? Bezweifle ich jetzt zwar mal, aber kann ja sein. Einfach um quasi dann den Fluss weitergehen zu lassen, ohne dass man aber da jetzt halt hinschwimmen kann. Hopp, da ist eine Kiste gewesen. Ach ja, die Gegner sind wieder da. Kann man da doch nicht hin. Ist das Camp immer noch abgeriegelt? Scheint so. Ja, immer noch abgeriegelt. Na, super. Weißt du, vor allen Dingen durch das ganze Gerede im Laufe der Zeit, du hast irgendwie so einen Knoten im Kopf. Weil ich rede ja an sich ja eigentlich auch so schon relativ viel, ne? Versuch da zwar ja zu reduzieren, aber kann ich auch nicht unbedingt versprechen. Aber, oh, wenn man da so viel Text liest, ne? Oh, super anstrengend. Super anstrengend. Huch. Oh, dann geht ja weiter nach oben, als ich dachte. Ah, falsche Taste. Was denn das für ein Ding? Ach, ein Wildschwein, wa? Win? Win? Wenn der nächste Gegner Diesel heißt, dann weiß ich, was hier abgeht. Massenpanik. Ugh. Ah, okay, wobei habe ich. Scheiß drauf.
Wahrscheinlich irgendwo oben. Ja, höchstwahrscheinlich sogar irgendwo oben. Oh. Und da komme ich erst hin, wenn ich dann irgendwo da, wo die noch nicht entdeckten Kartenteile sind. Erst da komme ich dann weiter? Schade, dass von denen keiner von denen Diesel heißt. Kommt bestimmt noch irgendwann. Ich sollte lieber das hier machen, mein Ultra-Move, weil ich weiß nicht, ob ich das hier überlebe. Zudem komme ich aus dem Overheat raus und ich glaube, einer ist tot. Was ist das denn für ein Geheimweg? Kettenschildrüstung. Achso, ich könnte auch die Kettenschildrüstung einfach dem geben. Ob das gut wäre, ist eine andere Frage, vielleicht. Ich meine, der hat ja dieses eine Ding, wodurch dann er eine höhere Abwehr hätte. Die TP gehen dadurch aber in den Keller.
Aber er hätte diese eine Sache, wodurch die TP, die Abwehr erhöht wird. Also. Können es aber genauso gut auch einfach ihm geben und das ist dann overall besser. Komischerweise. Ach, wahrscheinlich war es seine bereits. Genau, das hier erhöht die TP, dieser Rabenumhang. Ja, muss ich mal gucken. Da. Benutzt das Ding so lange. Wo geht's denn hier lang? Warte mal, ich bin im Camp. Adlige oder Wissenschaftler? Wissenschaftler. Wer seid ihr? Laufburschen, hä? Kommt uns nicht in die Quere. Was ist das für einer? Ach so einer. Jack. Ich soll diese Bäume fällen und Platz für die Erweiterung des Lagers schaffen. Alleine wird das jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Okay. Und ich kann da nicht so nachhelfen, scheinbar. Das Flusswasser scheint keine besonderen Eigenschaften aufzuweisen. Ich frage mich, warum die Leiche so gut erhalten ist. Schön, dass du das einfach irgendjemand random erzählst. Oh, ups. Eine komplett wilden, fremden Person. Ha, oh, ich frage mich, warum die Leiche so gut erhalten ist. Dir auch einen schönen Sonntag? Wir haben wahrscheinlich die Entdeckung des Yahoo. Hey, wer seid ihr? Verschwindet! Wissenschaftler, die keine Erkennungs... Sache haben. Wissenschaftler, die nicht erkennen, dass sie mit fremden Leuten reden. Im Kotara-Gebirge findet man zahlreiche Riesenskelette, doch wir haben noch nie ein so gut erhaltenes Exemplar gefunden. Es sieht fast lebendig aus. Man könnte meinen, es würde jeden Moment aufwachen. Es sieht aus, als wäre da ein Riese drin, aber gleichzeitig sieht das aus, als wäre da ein riesengroßer, würfelförmiger Blob drauf. Möchtest du die Helden von Leona anbeten? Oh. Woher bekomme ich heiliges Wasser? Ich guck mal ganz kurz fix nach. Ich meine, in ungefähr 15 Minuten mache ich eh Ende, aber ich kann das ja fix nachgucken. Chained Echoes. Das war eine Sache, die ich nachgucken wollte, aber vergessen habe. Holy Water. Oder Sacred Water, whatever. Ja. Chained Echoes should ever finish Sienna's Harnsport questline. Or locate hidden chests on a map. Okay, Sienna's Quest? Habe ich die schon abgeschlossen? I don't know. Dann über hier die Belohnungstafel. Und dann scheinbar über versteckte Kisten. Fünf sind scheinbar über diese Kettenbelohnung erhältlich. Von dieser einen Tafel. Sechs sind versteckt in Kästen. Und einer ist in Kästen. In Kisten. Und eine ist Part von der Story.
Ach, da, ja, okay, ah, stimmt, okay, ja. Steht auch dran, wo man welche findet. Also die Kisten. Bis jetzt hätte ich wahrscheinlich noch keine irgendwie finden können. Außer halt in den Organgrotten. Aber da kam ich ja kaum weiter. Flashbang. Okay. Außer in der Organgrotte hätte ich keine finden können. Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Aber vielleicht ist das hier, wo ich den Banditen bekomme? Keine Ahnung, oder? Das ist irgendwas anderes. Wo war eigentlich der andere Ort gewesen, wo ich Wasser benötigte? Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwo anders war ja noch ein Ort. Das war aber, war das im Kotara-Gebirge irgendwo? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo war's. Oh. Oh. Der kam zu mir? Eigenartig. Start einfach in die Ferne. Ja, wow, super. Oh, kann ich was von dem klauen vor allen Dingen? Merke ich gerade. No. Ich will eigentlich gerade hier Schaden buffen, aber... Ah, wobei, Nesse hält noch eine Runde an. Waren das gerade 175? Nett. Ein starrendes Auge, ja, super. Das Gaffers Auge in die Tasche gesteckt. Nach unten wird's wahrscheinlich nicht sein. Nee. Also kann nur rechts oder oben. Wahrscheinlich oben. Wie hast du es eigentlich alleine durch Kotara geschafft, Sienna? Gefahren aus dem Weg zu gehen ist eines meiner Talente. Das scheint bisher nicht ganz geklappt zu haben. Nennen wir es eine Pechsträhne.
Zugegeben, in Kotara hat mir ein Liswan mit magischen Fähigkeiten geholfen. Ein Liswan, der mit Magie vertraut ist. Und der jetzt weg vom Fenster ist. Da ist es. Da war der Schatz. Ich will aber erstmal nach links. Merkwürdig aussehender Ort. Oh shit! Irgendwas sagt mir, dass ich hier nicht hingehen soll. Ja, lieber weg hier. Sind das diese Walddrachen? Die sehen irgendwie komisch aus. Ich glaube, das sind die Walddrachen. Oh. Ich glaube, diese Walddrachen sollte ich lieber erstmal ignorieren. Wo geht's da hin? Okay, da bin ich hinter den Walddrachen. Ich meine, ich kann es ja versuchen. Wird aber nicht viel bringen. Ich glaube, ich gehe gleich sowas von drauf. Waldwürm. Der Schaden ist nicht hoch. Der hingegen schon. Ja, nee, komm. Da brauche ich nicht weitermachen, das wäre Zeitverschwendung. Da brauche ich nicht weitermachen, das wäre pure Zeitverschwendung. Mal gucken, was dahinter ist. Gott, der Hunger, den ich hier seit Stunden habe, ne? Wo ich angefangen habe, hatte ich noch nichts gemerkt. Aber jetzt so im Laufe der Zeit so... Oh. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen, dass meine Sprachfähigkeiten nach und nach sind. Gehen einfach in den Keller. Na ja, komm. Machen wir den hier.
Wäre nett, wenn theoretisch ein Crit garantiert hervorrufen würde, dass man Blütensturm hat. Machen wir lieber das hier. Die können sich sogar heilen? Okay. Unfair. Fuck ist das denn da gerade draußen? Mord. Ich dachte gerade irgendwie, okay, da ist irgendwie eine Demo? Nee, da ist irgendein Schwachmarkt gerade mit seiner Karre durch die Gegend am Fahren und hat oben fetten Lautsprecher drauf geschnürt. Das ist eine einzige Person, die mit einer Karre durch die Gegend fährt, also mit dem Auto, ne? Durch die Gegend fährt. Fährt langsam durch die Gegend und verbreitet da gerade irgendeinen hirnverbrannten Schwachsinn. What the fuck? Fehlt nur noch, dass das irgendwie einer von diesen Schwachmaten ist hier, von diesen Reichsbürgern oder was weiß ich was. Ich weiß nicht genau, was da jetzt da gelabert worden ist. Irgendwas von Ideologie oder irgend so ein Schwachsinn. Ey, keine Ahnung. Oh Mann. What the fuck? Gegen was sind die schwach? Gegen Luft. Ja gut, dann hier mach mal. Jetzt heilt der Arsch sich auch. Oh. Hat er alle geheilt oder nur sich selber und zwei andere? Sah gerade aus wie nur sich selber und zwei andere. Pro, der wird früher oder später von der Polizei angehalten, wenn der irgendwo vorbeikommt. Also so ein Schwachsinn habe ich auch noch nie gesehen. Vor allen Dingen bei der Beladung, die der da hatte, ne? Der kann ja nichts weiter als langsam durch die Gegend fahren, weil der hat das jetzt nicht irgendwie mit mega dicken Transportbändern oder so ähnlich quasi da festgemacht, sondern halt mit so dünnen Schnüren. Wahrscheinlich jetzt eher so schon die etwas dickeren Sachen da, ne? Also, ob man jetzt zum Beispiel bei oh Gott, gibt's noch solche Karren? Solche Einkaufswagen oder ähnliches? Oder dann quasi, du kannst da was weiß ich jetzt draufstellen, sagen wir mal. Ein Wasserkasten. Ein Kasten Wasser, ein Wasserkasten oder ähnliches. Und hast dann da irgendwie so zwei so etwas elastische Bänder oder beziehungsweise
Seile, Schnüre, ich komme gerade nicht auf den richtigen Begriff. An beiden Enden hast du jeweils einen Haken und dann kannst du unten irgendwo einhaken, oben irgendwo einhaken. Dann vielleicht kannst du irgendwie an der Seite vielleicht noch irgendwie was festmachen, damit das dann quasi dann nicht wegrutscht, ne? Einfach flöten geht, wenn du dann auf einmal einen Hügel hochfährst oder hochläufst oder sonst was. Und ich glaube, das waren solche. Aber bei einem Auto, wo du da noch Fliehkräfte hast und alles, also da kann er ja quasi nur mit Schneckentempo durch die Gegend fahren, weil alles andere würde machen, dass diese riesen Boxen, die er da hatte, da einfach dann flöten gehen. Oh, okay, hier muss ich scheinbar wohl lang. Ja gut, gehen wir mal dahin, um zu gucken, was das genau ist. Regenschirme? In diesem Spiel gibt es Regenschirme. Oh, ich dachte, hier würde jetzt was gesagt werden. Das ist scheinbar, ich vermute mal jetzt Tormund. Erreiche Tormund. Ja, okay, das ist Tormund. In der Regenstadt Tormund können unerwartete Ereignisse eintreffen. Im Regen morden. Oh. toller Questname. Ja gut, dann würde ich mal hier wohl finito machen. Für heute. Morgen mache ich dann weiter mit dem Spiel. Wie gesagt, ich will gerade Dragon's Dogma 2 ein bisschen Zeit geben. Nochmal eine Woche, vielleicht kommt dann ein weiterer Patch. Kann ja sein, kann ja nicht sein, who knows. Wenn da kein Patch kommen sollte, gut, dann werde ich trotzdem Dragon's Dogma 2 spielen. Ich wollte halt nur heute so ein bisschen Zeit noch geben und gleichzeitig halt, wie gesagt, ein bisschen nachholen. Weil ich ja zwei Streams wieder nicht hatte. War nicht ein Stream wegen irgendwas gewesen? Ich meine, bei einem Stream war irgendwas Bestimmtes gewesen. Ich komme aber einfach nicht mehr drauf. Ist ja auch egal. Ich habe Streamerhirn. Mein Hirn ist glatt geschmirgelt. Da siehst du keine Falten mehr. Ja, da siehst du keine Winkel, keine Falten, kein gar nichts. Da ist einfach nur glatt wie eine Murmel. Und umso mehr ich streame, umso schlimmer wird das. Da kannst du dich bald sogar drin spiegeln. Oh, nee, du. Hoffentlich wird das morgen nicht so anstrengend mit dem Lesen, aber ich bezweifle mal sehr, dass das nicht anstrengend sein wird. Naja, gut. Ich mache hier finito. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Soll ja sonnig sein. Keine Ahnung, ob es überall sonnig ist, aber ne, wenn doch, dann viel Spaß damit, ne? Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann wieder, ne? Wenn die Quasseltante wieder da ist. Bye bye.